wollte immer fliegen und geworfen werden, also als kleines Kind schon. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich war in so einer Kindersportgruppe und daneben waren immer die Akrobaten und dann wollte ich das unbedingt auch machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe, zu sehen, wie sie als Kinder ans Gymnasium kommen, wie sie durchs Schulhaus rennen und dann sehen ab der 9., 10. Klasse, wie sie erwachsen werden, wissen, warum sie hier sind, warum sie auf der Welt sind und dann gehen sie als 19-Jährige in ihr weiteres Leben. Also da gibt es nichts Schöneres. Ich bekomme immer einmal jährlich von einer Patientin eine Weihnachtskarte, jedes Jahr, wo sie sich immer wieder bedankt, dass sie überlebt hat und das ist wunderbar. Ich mache das, weil ich Menschen helfen möchte. Für mich ist das Handwerk ist für mich was ganz Besonderes. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil es für mich persönlich der schönste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann. Ich wünschte mir, dass die Menschen mehr offen durchs Leben gehen, mehr sehend durchs Leben gehen, mit einem offenen Herzen. Wir brauchen ganz viele mutige Kinder und Räubertöchter und die sollen die Welt erobern. Ich möchte auf jeden Fall einmal durch die ganze Welt reisen. Weltoffenheit war immer ein Thema am Foucault-Gymnasium und wird auch immer ein Thema sein. Also wir haben einfach die Verpflichtung, mit den Jungen und Mädchen rauszugehen in die Welt und sie aber auch hierher zu lassen. Die Stadt, wo ich geboren bin, das ist Leningrad. Meine Heimat ist da, wo meine Kinder sind. Es wird etwas geben, wenn sie später groß sind, wenn das kommt, dieser Moment, dass sie sofort an ihre Kindheit denken. Ist es vielleicht der Duft, wenn man in die Pilze geht? Ja, oder ist es eben das Geräusch vom Lagerfeuer, weil wir das eben oft draußen gemacht haben? Trotzdem wünsche ich mir, ich kann ja nur von unserer kleinen Welt gerade sprechen, wo nur eine Erzieherin manchmal für 15 Kinder zuständig ist. Wie sollen unsere Kinder groß werden, wenn da die Betreuung so knapp kalkuliert ist? Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir wissen, in Deutschland ist Bildungspolitik immer ein Stück weit Landespolitik. Vielleicht auch der Wunsch, dass jeder Mensch eine gute Chance bekommt und sie dann aber auch wahrnehmen soll. Wir haben in Sachsen gerade ein großes Problem, Pflegekräfte zu gewinnen. Was mich auch als Arzt sehr beschäftigt, ist die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Das geht einfach nicht. Die Generation, die jetzt heranwächst, ist eine andere als vor 10, 15 Jahren. Das ist so eine Generation, die wollen auch etwas leisten und etwas Positives leisten. Und die haben dann gesagt, die Kinder, wir wollen nicht über Umweltschutz reden, wir wollen es machen. Ich habe die Chance, etwas beizutragen. Ich kann die Welt mit verändern. Das ist ja letztendlich auch meine Zukunft. Ich denke, Zukunft muss man als eine Chance sehen. Wenn du halt auch wirklich ein Ziel vor Augen hast, kannst du das eigentlich auch sehr schnell erreichen, wenn du hart dafür trainierst. Und das finde ich sehr schön. Ich trainiere am Tag 3 Stunden meistens, das 6-mal in der Woche. Als wir dann aufs Treppchen gekommen sind, da haben wir uns sehr gefreut. Dazu gehört Mut und das können wir dir mitgeben, indem wir den Freiraum geben. Also erst wenn sie Dinge dürfen, werden sie zu Erwachsenen, die was können. Aber wenn sie wirklich gehen lassen und sie haben ihnen die Merkmale mitgegeben, also wirklich die Liebe zur Heimat, die Liebe zur Familie, dann ist es für sie viel, viel leichter, später zurückzukommen. Wenn ich an die Zukunft meiner Kinder denke, wünsche ich mir, dass die glücklich sind. Dass sie in Frieden leben können. Ein Wunsch ist immer derselbe. Aus einem Lied, breite deine Flügel aus und lass sie schwingen. Übernimm Verantwortung für dich und für andere. Für meine Tochter wünsche ich mir erstmal, dass sie in die Welt hinausgeht. Und sie darf hingehen, wohin sie möchte. Sie soll ihre Wurzeln bekommen, aber auch Flügel zum Fliegen.